vieles. Es ist eine Lebenseinstellung, es ist ein ständiger Begleiter eigentlich. Und du bist frei, du kannst wirklich tun, was du willst. Es ist wie eine große Familie. Jeder ist mit jedem und keiner denkt sich mal, was tut denn der da? Eine Gruppe Verrückter. Der größte Unterschied ist schon mal, dass ich nicht versuche, Mama zu spielen. Uns ist eigentlich brutal wichtig, dass wir nicht wollen, in die Jugendlichen was beibringen. Das Sommercamp 2015 ist Geschichte. Zu Ende ist es deshalb nicht. Ein paar Teilnehmer und Betreuer setzen sich noch einmal zusammen, lassen die Tage in der Toskana Revue passieren. Während seiner Arbeit beim Jugenddienst hat Florian Palua gemeinsam mit einem Freund mehrere Camps erlebt. Alle in strukturiertem Rahmen. Das wollten sie ändern. Wir haben irgendeinen Rahmen gesucht, wo nichts fix ist. Und für Seil haben wir was erfinden gemüsst. Und ich glaube einfach auch, dass viel persönliche Leidenschaft dahinter war, dass wir das auf die Haxen erstellt haben. Weil uns war die Arbeit mit den Jugendlichen einfach, es war nicht leider ein Job, sondern es war uns einfach wichtig und eine Herzenssache. Nicht? Spontan haben auch andere mitgemacht, das Herzensanliegen vorangetrieben und für die Jugendlichen zwischen 14 und 18 das erste Projekt angedacht. Für diese Altersklasse hat es bis dahin so gut wie gar nichts gegeben. So toll die Idee auch war, es war unheimlich schwierig, eine Organisation zu finden, die die Trägerschaft übernommen hat. Weil alle oder ganz viele im Kopf haben, Jugendliche würden nur Chaos machen, würden sich betrinken, würden schwanger zurückkommen, würden sich verprügeln, würden sich nicht an die Regeln halten, und all das zusammen hat für viele Organisationen dann den Entschluss gebracht, das nicht zu machen. Und wir da als Forum haben gesagt, na, die Idee ist so gut. Und normalerweise sind wir eher eine mutige Organisation, dass wir gesagt haben, wir versuchen es und wir machen ein Pilotprojekt. Und das war damals in der Schweiz vor 4 Jahren. Ja, es waren mir Zweifel in der Luft, es waren mir Skepsis in der Luft. Ja, mit 50 Leuten einfach irgendwo hin, ohne Koch, selber kochen, ohne dass wir in Alk verbieten, ohne dass wir, jetzt sage ich mal, strenge Regeln haben, ohne dass wir was verbieten. Weil halt haben wir von vornherein gesagt, wir möchten das nicht, weil wir selber die Erfahrung gemacht haben, in dem Moment, wo es verboten ist, ist es eigentlich erst recht interessant. Der Erfolg ergibt sich aus dem Gedanken, der dahinter steckt. Keine Vorgaben, stattdessen gemeinsam mit den Jugendlichen das Projekt entwickeln während der Camps. Wesentlich dabei ist, sie einzubinden in allen Entscheidungen und es ihnen auch zuzutrauen, dass sie das können, dass es sinnvoll ist für sie. All das macht die Qualität von Auf Zack aus und macht dann auch aus, dass nichts Gefährliches passiert sozusagen. Auf Zack, ein Volltreffer. Ein bunter Mix aus Spaß, Nichtstun, sich selbst versorgen, aus Workshops mit viel Zeit füreinander. Es geht jetzt nicht, jetzt sage ich mal, so sehr ums Konsumverhalten von den Jugendlichen oder um die Auffälligkeiten von den Jugendlichen, sondern um was es wirklich geht, ist der Jugendliche selber. Mir kommt beim Vier, wenn man auf Zack ist, ist einfach, man vergisst total die Zeit. Also wir haben zwar das Handy mit gehabt, aber wir haben keinen Empfang gehabt, aber wir haben nicht einmal geschaut, wie spät es ist. Wir haben keine Ahnung gehabt, ob jetzt Nachmittag oder Vormittag ist, und die Mahlzeiten waren auch total verschoben. Was ich mir frei, wenn ich auf Zack gehe, ist die Freiheit, das Freiheitsgefühl zumindest. Und da wird keiner unter Druck gesetzt, da ist man einfach jeder selber und jeder wird akzeptiert und zählisch. Ja, das Feine ist einfach, dass überhaupt, wenn man in der Früh aufsteht, man hat keinen Plan, was man in seinem Tag tut. Aber kaum steht man auf, kommt dran, ja, gehen wir Volleyball spielen oder gehen wir Aqua-Gym machen oder gehen wir Seltien. Und es sind alle ein paar, was dabei sind. Die anderen spielen wir gar nicht besonders. Die anderen, keine Ahnung, bleiben noch wie ein Sitzen und ratschen einfach ein wenig. Und da wird man oft voll sentimental und blärt einmal eine halbe Stunde, ja, und sagt mal gar nichts mehr. Ja, eben, das ist eben auch voll fein, dass man einfach mal über sich selber und so über das Leben einfach nachdenken kann. Und ja. Und die Leute öffnen sich dann auch. Sie haben ein Vertrauen zu den Leuten, die sie vielleicht allein 3 Tage kennen, aber sie
sie wissen, dass das einfach auf Zack ist und da sein können, wer sie wirklich sein und sich und den anderen Leuten vertrauen können. Auch und vor allem den Betreuern und Betreuerinnen. Patricia Ramoser ist von Anfang an dabei, hat stundenlang zugehört. Und man kriegt praktisch alles für ihr Leben mit. Wenn man ein gewisses Vertrauen mit ihnen aufgebaut hat, dann ist das wie eine große Familie. Und die Jugendlichen wissen, dass wir allen für sie da sind, auch wenn nicht gerade im Sommer oder die Woche stattfindet, sondern sie können sich allen bei uns melden und sagen, sei es schön, heil morgen mit Familie. Wir sind praktisch alle zusammen. Und ich glaube, wir werden uns auch gegenseitig nie vergessen. So wie wir sie prägen, bringen sie uns auch. In meinem Fall ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Ich bin 20 und ist für mich jetzt schon in der Situation ganz klar, ich bin ein Betreuer und ich muss schauen, dass der Laden läuft oder dass die Sachen funktionieren. Aber oft ist für den Sam auch nicht so viel vonnöten, als wir unterstützen und einfach in die Leute brutal Vertrauen schenken. Einmal geht es darum, in der Prävention entweder das Risiko zu reduzieren für junge Menschen, die konsumieren oder die problematischen Kontexten ausgeliefert sind. Und das würde heißen, in die Szene hineingehen und Safer Use zu betreiben, also zu schauen, wie kann man risikomindernd konsumieren. Der zweite Zugang wäre der, dass man sagt, wir brauchen echte, konkrete Alternativen, die ungefähr die gleichen Erfahrungen bieten wie die Freizeitszenen. Die Konsumszenen, aber die konsumfrei sind. Und auf Zack macht genau das. Es ist eine konkrete Alternative mit wichtigen Erfahrungen, die junge Menschen brauchen zum Wachsen, zum Erwachsenwerden, um zur Identität zu kommen in diesen Kontexten. Und das ist auch ein bisschen das Geheimnis von auf Zack, dass die Leute, die teilnehmen, sagen, ich weiß nicht genau, was passiert, aber es macht was mit mir und das ist gut so. Es passiert einfach. Wer auf Zack am Mittwoch bleibt nur auf Zack. Es ist halt eben mehr ein Gefühl. Ein Gefühl, das Halt gibt, das verbindet und neue Freundschaften entstehen lässt. Auf Zack ist inzwischen größer geworden. Eine Winterwoche am Figiljoch ist dazugekommen, ein Rucksackprojekt und Quick, das Wochenende zu einem bestimmten Thema. Man kann einfach nur mitmachen, dabei sein. Du kannst einfach einmal einen Spaß haben und du musst sonst nichts denken. Nicht? Und hetzigerweise haben wir dann gelernt, dass es vielleicht gerade deswegen ist, dass der Jugendliche etwas mitnimmt. Dass er danach sagt, man, ich habe da was gelernt, was ich einfach mitnehmen möchte. Und irgendwie kommt man vor, das hat mir einfach viel bedeutet. Und das möchte ich einfach probieren, im Alltag auch wieder umzusetzen. Die eigenen Fähigkeiten erkennen und damit wachsen können. Selbstvertrauen gewinnen. Das sind wichtige Schritte für die Jugendlichen zwischen 14 und 18. Insgesamt bei der Altersklasse einfach der Mix. Nicht? Auf der anderen Seite so ein bisschen die Unsicherheit. Man weiß noch nicht genau, wer man selber ist. Auf der anderen Seite aber auch schon das, ich weiß genau, wer ich bin und ich weiß genau, was ich denke. Und ich suche Leute, mit denen ich über das einfach ernst reden kann. Nicht? Und auf der anderen Seite aber auch noch so ein bisschen das Kindische auszulocken und sagen, oh Leute, schau's. Erwachsen werden heißt nicht gleich am routinierten Alltag zu machen, sondern nehmt euch das mit, was ich als Kind einfach auch gerne gemacht habe. Nehmt euch so ein bisschen den Spaß im Moment mit, das Glück, das man einfach auf der Straße finden kann. Verliert das nicht. Und weil macht, glaube ich, die Altersklasse einfach so spannend wie keine andere. Und deswegen genau die.